Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie, eurem Lieblings-Let's Play auf diesem Kanal. Ahoi, willkommen in der Treasure Trove Cove. Danke. Jetzt will ich wieder weg. Hier findest du zwei neue Tollboots, mit denen du lustige Sachen machen kannst, von denen du gar nicht mal träumen kannst. Und das Spiel ist passiert. Fertig. Hab nur ein bisschen rumgestellt. Dummkopf. Oh, das ist mein beschissener Strand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Na, ah, das werden ihr sehen. Blödes Krustling. Arschloch, sollte man schon zeigen, was man... Wie man... wie man Gewalt anwendet. Sagen wir es so. Ja, das hat wehgetan, du Person. Jetzt bin ich aber echt sauer. Wie eine Zitrone, oder? Du bist aber gestorben. Schwacher Sack. Dumme Zitrone. Hält gar nichts aus. Ach, er will es nicht wahrhaben, dass ich halt recht habe. Er kann es nicht wahrhaben. Aber dafür gehen wir jetzt in die Muschel hinein. Nicht in das Innere. Wir gehen in die Muschel hinein. Weil es so spaßig ist. Okay. Hier haben wir ein paar Mr. Krabses. Ein paar Eggs und... Juhu, unser erstes Jiggy. Ja, so spricht man das aus, Alter. Und zwar gibt es wieder wundervolle Themen. Und zwar habt ihr nichts vorgeschlagen. Danke für eure wundervollen Themen. Ihr könnt gerne noch mehr Themen reinsenden, also kein Problem. Okay. Ehrlich gesagt, ich habe ein Thema vorbereitet für euch. Es geht generell um alles, wie mein Kanal vor... Was war das? Einfach zurückgesprungen. Statt zu sagen, aua, ich habe mich jetzt wehgetan. Einfach nur... Huhu, Super Mario einfach. Sozusagen... Ich nenne es gerne die Existenzkrise von Palkun. Denn das war sie ja auch. Oh, der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Was? Wir können in die vierdimensionale Welt? Keine Sorge, natürlich nicht. Du bleibst in der dreidimensionale Welt. Das habe ich nicht gemeint, du Volldepp. Oh nein, die Maus ist oben. Es tut mir so leid. Es ist mir erst jetzt aufgefallen. Sah nicht aus wie eine Maus, oder? Sah aus wie ein Finger. Okay, ignorieren wir das bitte, danke. Also, nochmal zurück zur Existenzkrise. Danke, Banjo, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ja, dann kann er nur hier rauf. Zu Bottles. Denn der bietet uns eh lustige Drugs an. Noch schon wieder. Wie kannst du hier überhaupt mal was Höhenwügel haben? Was ist das denn? Es gibt keinen Sinn. Wie willst du da hochgraben? Naja, ist aber Zeit für mich, Sachen zu lernen, wie fliegen. Ja, es ist einfach easy. Stelle dich auf eine blaue Flugplatte und drücke diesen hässlichen blauen A-Knopf. Es sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Weil du sie nicht selber ausrupfen kannst und damit fliegen kannst. Jetzt hast du alle Moves gelernt, die du lernen kannst. Ich meine, in diesem Level natürlich. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Ja, wofür hat dann Kazooie ihre Federn, ne? Wofür hat Kazooie ihre Federn? Danke, Kazooie. Kazooie vor allem. Danke, Kazooie, für deine überaus große Leistung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, die Existenzkrise. Die Existenzkrise von Palkun nenne ich gerne die Existenzkrise, weil das damals einfach Zeiten waren. Das waren ganz komische Zeiten. Und zwar, diese Zeiten, die waren strange. Nur die wahren OGs wie Strolli und Agent werden das vielleicht sich noch dran erinnern. Aber auch nur sehr wenig.
Ich hatte zu dieser Zeit auch nicht so viele Abos, aber 60 Abos. Einige OGs werden sich noch an diese Zeiten erinnern. Aber die Zeiten, bevor, also wirklich die Zeiten, bevor ich 60 Abonnenten hatte und halt eben schon eine kleine Mini-Beliebtheit war. Beliebtheit unter Anführungsstrichen setzen bitte, danke. Ich glaube nicht, dass sich da viele dran erinnern werden. Da konnte Strolle mich auch nicht. Es waren Zeiten, bei der wusste Palkon nicht genau, was er sein wollte. Also mein Kanal. Mein Kanal, deshalb habe ich heute auch irgendwie 100.000 Kanäle. Alter! Das war der geilste Fallschirm meines Lebens. Ja, geiler Fallschirm, gell? Sehr geil, wenn man, sich verletzt, gell? Bravo, hast du gut gemacht. Ah, das Loch ist gestopft. Jetzt werde ich das Wasser ablassen. Wieso lässt du das Wasser ab, wenn dein Loch gestopft ist? Da ist nicht mal irgendwas drin. Da ist Masse drin. Keine Ahnung. Jedenfalls war die Existenzkrise eigentlich schon seit Beginn des Kanales. Aber ja. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall angefangen mit dem Namen alleine schon. Real Lashak Clash of Clans. Sehr kreativer Name, ich weiß. Ich habe halt versucht, so eines dieser Kanäle zu werden, die einfach so Tipps und Tricks verraten zu Videospielen. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ich habe einfach random Shit gemacht. Ich habe einige Male versucht, Clash of Clans Let's Play auf die Beine zu stellen. Musste ich ehrlich gesagt halt herausfinden, dass man nicht zwei Videos auf einmal hochladen kann. Zumindest zu der damaligen Zeit. Oder es geht generell nicht auf Android-Phones. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr zum Glück, aber damals gab es dieses Problem. Halt, Real Clash of Clash of Clans war eine Sache, die gab es. Und das. Es ging langsam voran. Mein erstes Abo kam erst nach Tagen meines ersten Videos. Also es war so, wie man halt als neuer Kanal damals 2019 eben war. Das war November 2019 ungefähr, als ich Google Play Konto machen wollte, weil ich damals nicht wusste, dass man Accounts in Clash of Clans super easy traden kann. Aber ich dachte mir, wenn ich das mit dem Play Store ID mache, eines mit dem Supercell und eines ganz normal einfach so mit dem reingehen, dann dachte ich mir, kann ich drei verschiedene Accounts haben. Man kann unendlich haben, ist mir erst später aufgefallen. Aber man kann unendlich haben und es ist halt erst nach Ewigkeiten eingefallen. Aber darum geht's nicht. Damals habe ich einfach die ersten Videos angefangen zu kreieren. Es waren halt solche Clash of Clans Videos. Dann habe ich angefangen ein bisschen zu streamen mit meinem Freund Happy 4, welchen ihr vom Discord kennt. Und das, was ich versucht habe, war generell einfach. Ich habe nach einiger Zeit generell einfach nur gestreamt und so. Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Also Clash Royale war eine Zeit, die war ganz schön lange. Und das waren auch relativ eher langweiligere Zeiten. Es gab aber von dieser Zeit noch einen Stream. Also die Streams waren alle ziemlich lange online. Erst als sie... Nein! Banjo! Ich habe nur noch zwei Leben. Alter, ganz strange, du. Aber ich kann mich erinnern, die Videos waren noch einige Zeit online, aber die allerersten Videos, die wurden nach einiger Zeit gelöscht. Ich muss mir wieder Leben ergattern, ne? Danke! Das hatte gut funktioniert. Ich will die Feder zurückhaben. Danke. Und wo war ich stehen geblieben? Es unterbricht mich alles einfach. Achso, ja, ich weiß schon. Und diese Streams waren auch einige Zeit online auf dem Kanal. Also die Videos waren alle generell für eine ziemlich lange Zeit online. Bis ich dann entschieden habe mir, ja, die Qualität, die waren scheiße. Als ich dann eben angefangen habe, mit kein Master-Videos zu machen.
Oh, wieso flog das Leben so dumm und hässlich runter? Naja, es gab zu der Zeit davor noch ungefähr im Dezember oder Jänner ein Pokémon Grün Let's Play, weil ich mir gedacht habe, es wäre lustig, wenn ich jedes einzelne Pokémon der Reihe nach spielen würde. Ja, nicht mit mir. Das war ganz dumme Idee. Naja, ich dachte, es wäre lustig, aber es hat halt mittendrin angefangen zu glitschen, abgebrochen und ich habe halt nie zwischendurch gespeichert und ja, ihr seht, dass ich dann zwischendurch einfach nicht mehr spielen konnte, weil der ganze Speicher weg war und ich hatte das Problem schon öfters gehabt, aber dann war mein Fortschritt so groß, dass ich nicht mehr weiter Let's Playen wollte. Das Let's Play wurde abgebrochen, das war das erste richtige Let's Play, welches 30 Parts hatte. Und es ging schon lange. Es waren halt nur 10 Minuten Parts. Aber es war schade, dass das abgebrochen wurde. Nur konnte man mich fast nie verstehen. Das war so kacke. Dann kam die Zeit, als ich angefangen habe, ein Video namens Just Shelly zu produzieren. Denn ich habe ziemlich viele YouTuber gesehen, die halt solche Art YouTube-Poops machen in Brawl Stars. Und ich dachte mir, ja, Brawl Stars, das ist ein super Game. Nein, ist es nicht. Jetzt erst recht nicht mehr. Aber damals war ich halt ein bisschen... Ich fand das Spiel damals ein bisschen lustig. Und da war es halt so... Come on. Ja... Versuch das mal ohne irgendwas zu wissen. Hm? Und damals war es halt dieses komische Gefühl von, was soll ich bringen? Und ich habe halt ganz random Trash-Videos gebracht dann zwischendurch. Dann kam Just Shelly, das erste Video, welches ich editiert habe. Das erste wirklich editierte Video. Es gab am Anfang von, Reclasher auf YouTube Hoops, aber die habe ich wirklich sehr schlecht geschnitten, weil ich habe sie gar nicht geschnitten und habe halt ganz komische Sachen gemacht. Ja, es hat nicht gut funktioniert, wie ihr wisst. Kennt wahrscheinlich keiner von den heutigen Zuschauern. Aber, was vielleicht einige kennen, ist dann später kam halt die Idee mit Variation-Meme, was damals halt so beliebt war, habe ich meinen Senf dazugegeben. Selbstverständlich. Falco muss irgendwie beliebt werden. Das hat nicht gar nichts gebracht. Ich hab's halt in den Wünschen von einem Kanal gesehen. In den Kommentaren. Ich hab's gedacht, wäre lustig. Aber dann kam mir die Idee. Ich habe Grasker Chase gehört, die Musik von SpongeBob. Und dann habe ich die Wario Apparition gesehen. Und ich wusste, was kommen soll. Ich habe die Idee gehabt. Idee des Lebens. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ah, die Maus. Guck mal, die Maus. Große Maus. Ja. Zurück zum Thema. Und ich habe halt das Video gehabt. War natürlich ein riesiger Aufwand. Es war einfach nur eine Aufnahme von einem bereits bestehenden Video, wo ich dann einfach Grasker Chase genommen habe und drüber gecuttet habe. So viel Aufwand war das nicht und habe das halt ein bisschen geextendet, wenn man das so sagen kann, damit es mit der Musik zusammenpasst. Und ja, das habe ich hochgeladen. Ich habe nicht die größten Erwartungen gehabt, aber ich dachte, ja, die Leute kriegen es an. Und direkt ist mir aufgefallen, dass das allererste extremst geschaute Video auf dem gesamten Kanal gewesen. Das hat bis heute schon eine riesen Anzahl an Aufrufe, für mich zumindest. Für normalen YouTuber ist das einfach gar nichts.
Aber für meinen Kanaldurchschnitt war das wirklich okay. Und hat wirklich beigetragen. Und ich habe am Ende sogar über 60 Abonnenten bekommen. Also, ich habe halt durch dieses Video 30 Abonnenten gewonnen. Was wirklich extrem war. Und ich wollte weiter Memes produzieren. Ich hatte dann die Idee, einfach nur solche Memes zu produzieren. Aber das hat nicht so gut funktioniert mehr. Es war wirklich dieses eine Video, weil einfach Warrior Perishion im Hype war in dem Moment. Und weil der Meme Grasker Chase einfach etwas Bekanntes ist, was einfach als Meme benutzt wird. Und wenn jemand einfach sich denkt, wieso hat das niemand gemacht? Und es war so, ich war der einzige Erste damals, der auf diese Idee gekommen ist. Also, heute noch gut andere Versionen gibt. Eine gibt es, aber die ist von Zweitkanal. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall niemand davor auf die Idee gekommen. Das war das allererste Mal in meinem gesamten YouTube-Karriere, dass es so war, dass ich auf eine Idee gekommen bin, auf die niemand anders gekommen bin. Und es hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall hat das ziemlich supportet meinen Kanal und ja, es war auf jeden Fall ziemlich gut. Und was soll ich dann sagen? Dann kamen noch viele andere Videos. Und dann kam Palkun doch wieder auf den Entschluss, Let's Plays zu bringen. Und zwar richtige Danke dafür. Danke für gar nichts. Kam halt Palkun auf den Entschluss, wieder mit Let's Plays anzufangen. Das allererste LP war Banjo-Kazooie. Und dieses wurde auch abgeschlossen. Ich habe mich ultra gefreut, als ich das abgeschlossen habe, weil das das allererste ist, was ich jemals beendet habe. Krank aber war. Ich habe noch kein einziges davor beendet. Es gab eine Menge Versuche, aber kein richtig beendetes. Und deshalb war ich so stolz auf das Gefühl. Ich habe dadurch auch direkt beim ersten Part einen Fan dazu bekommen, den ich jetzt aber leider lange nicht mehr gesehen habe. Also der ist irgendwie wie verschwunden und ich finde ihn halt nie wieder. Ich hieß Unknown User damals, halt ein klassischer Name halt für den YouTube-Kanal. Und den finde ich halt nicht mehr und es ist schade, weil er ein ganz cooler Dude war. Er hat mich auch... Wieso kam gegen diese Sprungplatte jetzt nicht? Was soll die Scheiße, Rare? Was soll die Scheiße, Rare, werden? Was soll das? Aus. Sabbate Bixen. Auf jeden Fall. Damals, er hat mich halt zu Discord reingebracht. Also, ich würde wahrscheinlich ohne Agent zum Beispiel auch nicht überhaupt nie auf Discord gewesen sein. Oh, wirst mich nie und nimmer finden. Are you sure about that? Oh nein, du hast mich gefunden, du elendiger Sohn. Ja. Und damals kamen halt Let's Plays. Und dann kam halt eine Weile nichts. Weil ich einfach nicht so beliebt mehr war nach einiger Zeit. Und ich habe einfach aufgegeben mit Let's Plays und versucht sowas Super Mario 64 Bloopers zu produzieren. Deshalb entstand auch so, Famous Characters in Super Mario 64, das hieß es. War ganz coole Sache. Es war halt Charaktere, also Skins. Es war halt nichts Besonderes, aber es war ganz cool. Hat ein kleines bisschen beeinflusst. Und zu dieser Zeit gab es auch einige Videos zu, die heutzutage noch existieren auf dem Kanal. Zwischendurch im Mai 2020, also zwischen 2020 um die Corona-Zeit herum,
gab es halt ziemlich viele Ostwebs. Also es wurden viele Videos editiert von mir damals. Oh, es war auf jeden Fall eine ganz coole Zeit, definitiv. Und dann kam es lange Zeit nichts mehr mit Let's Plays. Jedoch habe ich das Thema dann mit Let's Plays wieder aufgegriffen. Und habe mich dazu entschlossen, das Video Markart 64. Wie ist das Video? Markart 64 Outro. Oder so. Hochgeladen und damit wusste jeder, okay, Balkion ist back in business. Dann kamen auch die richtigen Ostbests auf Balkon. Ihr wisst ja, das ganze Zeugs. Da ab dieser Zeit kamen die richtigen OGs in die. Auf den Kanal. Zum Beispiel das Video Strolli wird betrogen oder Evolution of Strolli. Und all das, was da alles gekommen ist. Es war auf jeden Fall ganz cool. Da kamen halt die ganzen Let's Plays, die moderneren, Mario Kart 64 MP. Dann gab es ziemlich viele Restarts. Ab dieser Zeit kennen mich schon einige, wie ihr erkennt, und Strolli. Es war halt die Zeiten, wo die shitty Let's Plays waren, die Zeiten, wo monatelang kein Video kam oder im Monat vielleicht zwei Videos gekommen sind. Und diese Videos waren irgendwelche crappy Minecraft Survivor Videos. Ja, es war eine ganz komische Zeit. Es war halt nichts Besonderes mehr. Mein Kanal stand kurz vor dem Zusammenbruch. Und es gab dann auch viele Gedanken dazu, soll ich vielleicht einen Kanal machen mit editierten Videos? Der Gedanke kam schon in meiner neuen Schule. Ich habe mich dazu entschlossen, ein paar Videos hochzuladen. Das ging für 3 Videos lang, so glaube ich, mit editierten Sachen. Dann habe ich das auf... Die Idee ist nicht mehr verworfen, sie ist zwar noch auf einen anderen Kanal verschoben worden, aber hier Palkun wird jetzt fürs erste ganz normaler Let's Play Kanal sein, bei dem halt Let's Plays kommen. Und ich habe dann halt ungefähr im Februar dann eben meine Sachen bekommen und habe dann halt eben mit dem Let's Play angefangen, welches ihr heute sehen könnt. Super Mario's Story of the Koopas. Irgendwie verstehe ich gar nicht, wo da die Story war. Aber gut, was will man mit Mario Maker 2 sonst machen? Gut. Gutes Game, definitiv. Würde ich nochmal zocken, wenn man es könnte. War auf jeden Fall eines der spaßigsten Sachen, die ich gehabt habe. Ist halt vorbei. Und es dann gab es halt Zeiten wie I Love You, wo dauernd Trash-Videos kamen und meine Idee es war, so viele Trash-Videos auf einmal hochzuladen, dass ich so unbeliebt werde wie nur möglich und dann anfange, gute Videos zu produzieren. Es war ein wirklich kranker Plan. Ich habe dann einfach aufgegeben. Jedenfalls, es war auf jeden Fall ganz kranke Reise auf diesem Kanal hier. Jedoch gab es noch eine Zeit vor diesem Kanal. Ja, Real Clasher, Clash of Clans und Real Clasher Brawl Stars. Real Clasher Bokoblin, wie ich auch geheißen habe. Das davor, vor diesem Kanal, das war alles, also das war alles ein Kanal, ganz krass, ja. Vor diesem Kanal gab es noch einen. Und darüber werden wir auch reden. Bis zum nächsten Part. Ciao mit Au. Bye.